Es ist eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Gestern Mittag in Aschersleben, mitten auf einer Fahrbahn, liegt eine Frauenleiche, mysteriös. Die Polizei steht noch ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Nachdem es in Sachsen bei Pegida-Demonstrationen bereits zu Übergriffen auf Journalisten gekommen war, sind jetzt auch Kamerateams in Magdeburg angegriffen worden. Die Attacke hat sich am Rande einer AfD-Demo am Domplatz abgespielt. Auch extra abgestelltes Sicherheitspersonal hat den Angriff auf die Medienvertreter nicht verhindern können. Im Gegenteil, auch ein Wachmann ist bei dem Überfall verletzt worden. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe und sucht nach diesen Männern im Zusammenhang mit dem Brandanschlag Ende Dezember auf das Restaurant Alte Schule in Eisenach. Die beiden könnten wichtige Zeugen in diesem Fall sein, denn nach den Tätern, die an diesem Abend einen Molotow-Cocktail durch die Fensterscheiben des Restaurants warfen, wird noch gefahndet. Sie hier. Enola ist der neue Star im Bergzoo Halle. Das kleine Zwergflusspferdchen entzückt die Besucher genauso wie die Tierpfleger. Mittlerweile haben sich Millionen Menschen Bilder und Videos von Enola im Internet angeschaut. Und auch der Zoo freut sich über einen Besucherboom. Jetzt stand das kleine Hippo zum ersten Mal im Rampenlicht beim öffentlichen Wiegen. Enola, es wird Zeit. Aufstehen. Naja, so langsam wird sie ja munter. Mal eben schnell wiegen, das geht nicht so einfach. Vor allem, wenn Mama und Kind so unzertrennlich sind. Apropos Einzelgänger. Millionen Menschen sind im Internet auf Partnersuche. Dabei konkurrieren preiswerte und kostenlose Singlebörsen mit seriös wirkenden, recht teuren Partnervermittlungen, für die pro Jahr mehrere hundert Euro fällig werden können. Stiftung Warentest hat jetzt geprüft, was vom Angebot der verschiedenen Portale wie Friendscout, Parship oder Elitepartner zu halten ist und wie gut die Online-Partnersuche funktioniert. Es ist eine Diagnose, die wohl jeder fürchtet. Nach einzelnen Aussetzern wird das Gedächtnis immer löchriger. Irgendwann erkennen viele Alzheimer-Patienten nicht einmal mehr den eigenen Partner. Etwa 1 Million Menschen leiden in Deutschland an dieser häufigsten Form der Demenz. Doch eine Studie der Universität Leipzig legt nun nahe, dass es zu einem großen Teil nicht einfach nur Schicksal oder Bestimmung ist, wen es erwischt. Es hängt auch davon ab, wie jeder Einzelne sein Leben lebt. Wie die reifere Jugend auch jenseits der 60, 70 oder 80 noch fit und beweglich bleibt, dazu gleich mehr mit Dr. Thomas Dietz. Jetzt erst einmal die Kurznachrichten. Ja, und da sind wir auch schon mitten in unserer Gesundheitssprechstunde. Und Dr. Thomas Dietz hat gerade gesagt, toller, wichtiger Beitrag. Wahrscheinlich auch ein Thema, was Sie oft mit Ihren Patienten klären. Ich grüße Sie nochmal. Was ich ganz klasse fand, ist, ich bringe es immer auf den Punkt zurück, dass ich sage, wo. Es geht heute um die Stolperfalle Alter. Sie können bei uns anrufen unter 01802 15 15 17 und sind dann direkt bei uns in unserer Sprechstunde. Ja, gesund und munter wollen wir alle bleiben oder werden. Und dann ist das aber so ein Kreislauf, wenn wir immer älter werden. Erst machen die Augen ein bisschen nicht mehr mit, dann braucht man eine Brille, dann die Ohren, man hört nicht, manchmal will man auch nicht mehr hören. Und also es ist so ein Teufelskreislauf so ein bisschen. Was kann man denn dagegen tun? Also die Brille habe ich ja schon länger, aber es ist nicht so gut. Sollte man doch seinen Körper so behandeln wie sein eigenes Auto und pflegen und auch ein bisschen bewegen. Das heißt ja, wer sich viel bewegt oder viel Sport macht, der trainiert auch sein Gedächtnis. Hilft das dann auch bei Demenz? Das finde ich ganz faszinierend. Und wir tun ja heute Nachmittag einiges, ich meine, um dem Schweinehund ein bisschen Paroli zu bieten. Bewegung ist das A und O, schön und gut, für junge Leute kein Problem, doch für ältere Menschen. Ja, was sagt denn der Arzt dazu? Es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Sportarten. Ich habe Senioren erlebt, die fangen jetzt an mit Inlineskaten. Gibt es denn irgend so ein Alterslimit für irgendeine Sportart oder für einen Sport? Also über die Beweglichkeit hinaus, dann die Muskulatur aufzubauen. Ich hatte es bei einem Anrufer, ich musste auch ein bisschen grinsen. Also eine bezeichnete sich selbst offenkundig, weil sie so häufig stürzt. Schönen guten Tag, Sie sind dran. Der Nächste bitte. Hallo. Schönen guten Tag, mein Name ist Kessler. Guten Tag. Ich habe zwar eine Frage an Herrn Doktor. Und zwar, ich habe 14 Tage vor Weihnachten die Diagnose bekommen, dass ich an ALS erkrankt bin. Hm. Jetzt wollte ich wissen, ob es irgendwas gibt, dass man das noch weiter rausschiebt, außer Tabletten. Irgendwas mit Sport machen. Ich grüße Sie, das ist ja eine sehr schwere. Also selber kann ich dabei nichts tun. Ich würde es mit dem Facharzt besprechen. Ja, also bevor wir da eine Überlastung reinbringen, wissen Sie, die Übertragung am Nerven, die ist Alles klar, Herr
Herr Doktor. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir bedanken uns auch für Ihren Anruf. Gut. Schönen Abend noch. Werden denn durch kontinuierliches Training die Knochen wieder stabiler? Die Knochen stabiler? Die älter werden, die haben plötzlich Gleichgewichtsprobleme, fallen schneller mal hin und haben dann wirklich auch ganz schlimme Brüche auf einmal. Wir haben da eine Grafik vorbereitet und ich würde sie gerne auf den Weg schicken. Wir haben Gäste. Hämatom, das kenne ich auch. Also das ist auch schnell mal zu unterschätzen. Also Das wird dann immer lieber sehen, doch häufig zum Arzt gehen und nicht sagen, hier ist nicht so schlimm. Sicher gehen. Schönen guten Tag. Wer ist am Telefon? Hallo. Hallo? Ja, Sie sind bei uns im Studio. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Ich soll vom Endokrinologe aus Calciumacetat 500 Milligramm nehmen. Und ich lasse das so ein bisschen schleifen und nehme das nur ab und an. Jetzt habe ich mal eine Frage, soll ich das wirklich einnehmen? Oder lieber doch lassen? Ganz klar. Macht Sinn im Einzelfall, aber bitte immer mit Rücksprache. Und in Ihrem konkreten Fall, sprechen Sie mal mit einem Kollegen. Ich würde es eigentlich regelmäßig nehmen, wenn Sie so ein bisschen Osteoporose-Neigung haben. Ja, das habe ich auch. Vielen Dank auch für Ihren Anruf. Ja, danke schön. Und da ist auch schon der Nächste dran. Schönen guten Tag. Hallo. Wir hören es beim ersten Mal. Schönen guten Tag. Wer ist denn dran? Hallo? Ja. Ja, Müller, ich war, glaube ich, schon mal dran gerade. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon mal durchgekommen bin. Meine Lebensgefährtin mit 53 Jahren hat Osteoporose. Wie kann ich das am besten lindern oder was hilft da am besten dagegen? Mit Tabletten, Calcium oder irgend sowas. Aber sie arbeitet an einer schwer körperlich. 8 Stunden am Tag mit einer Viertelstunde Pause und nur stehen. Im Einzelfall, also bei unseren Gartenarbeitern, nicht, die anrufen im Sommer. Vielen Dank auch für Ihren Anruf. Ja, jetzt bringen wir ein bisschen Bewegung in Ihr Leben und haben eine spezielle Übung für Sie vorbereitet. Ja. Die Kollegin sagte ja, Yoga hätte ihr nicht so zugesagt. Da fühlte ich mich ja fast persönlich betroffen, ob schön ist für unsere Zuschauer zum Abschluss. Na klar, wir haben Übung zum Mitmachen und Sie sollten genauso wie wir jetzt mal aufstehen und dann probieren wir mal zusammen was. Das ist eine einfache Balance- und Konzentrationsübung, die jeder mitmachen kann. Wir nehmen uns einfach ein bisschen Platz im Raum und stellen uns erstmal gerade hin. Unser linkes Bein ist unser Standbein und mit dem rechten Bein fangen wir an zu pendeln. Wir suchen uns vielleicht einen Punkt, entweder am Boden oder an der Wand gegenüber. Und jetzt kommen noch die Arme ins Spiel, wie beim Passgang, die Arme entgegengesetzt zu den Beinen, zum rechten Bein dazu bewegen. Das macht man also einmal auf der einen Seite und wechselt dann zur linken Seite. Also das rechte Bein ist unser Standbein, das linke Bein, pendeln die Arme dazu, nehmen im Passgang. Das ist auch richtig anstrengend. Mhm. Naja, das kann noch ein bisschen anstrengender werden, indem man zur Seite pendelt. Das heißt, wir stehen ja jetzt rechts, pendeln mit dem linken Bein zur Seite und nehmen dann noch die Arme dazu. Alle beide gleich. Und ehrlich gesagt, das sind keine Übungen unbedingt nur für alte Menschen, sondern junge Menschen haben damit auch schon ihre Probleme. Wir hatten noch eine andere Übung. Auch wir nehmen wieder das rechte Bein als Standbein. Das linke Bein ist hinten leicht aufgesetzt. Nehmen beide Arme nach vorn. Nennt sich Krieger 3. Und jetzt Krieger 3. Geben wir das den würde Oberkörper mein Sohn gefallen. Leicht. Ja, der Krieger steht ja so aufrecht, ne, in dieser stolzen Pose. Und jetzt heben wir das hintere Bein nach oben an und der Oberkörper geht nach vorn. Wir suchen wieder einen Punkt am Boden oder an der Wand und jetzt ziehen wir uns in die Länge. Das heißt, die Arme ziehen nach vorn, die Fingerspitzen nach vorn. Das hintere Bein, das oben ist, das strecken wir nach hinten. Die Wirbelsäule wird auseinandergezogen. Tief atmen, lächeln und schon. Ich wusste, warum die Aufnahmeleitung wollte, dass ich mitmache. Sie hat gesagt, ein Negativbeispiel muss dabei sein. Ich denke, ich habe es erfüllt. Ich habe nicht ganz geguckt, aber Sie haben sich gut eingeschätzt. Ich darf sich auch widersetzen. Natürlich sind wir jetzt einseitig nur belastet. Das muss man natürlich links und rechts machen. Aber das sind wirklich kleine Übungen aus der Yoga-Therapie. Das Schöne daran ist ja, wenn ich es noch mal kurz anführen darf, bei allem Humor. Es ist ja tatsächlich so, dass wir immer auch uns überlegen müssen, wo können wir das machen. Und je höher die Hürde ist, ich muss auch an diesen Gleichgewichtsübungen, wie der Tag war, wenn man sehr viel rumwackelt, dann hat man wahrscheinlich sehr, sehr viel im Kopf. Das sollte man erstmal alles rausbringen und beruhigen und dann wird man auch ausgeglichener. Da kommt die Yoga-Lehrerin durch. Das gefällt mir sehr gut. Ja, super. Na, schönes Beispiel. Das macht wirklich was aus. Herr Dr. Dietz, das war mir ein Vergnügen wieder. Ich muss Sie leider von... Ach, Anja ist auch dabei. Habe ich jetzt falsch geguckt? Also die Kollegen in den Landesfunkhäusern sind schon in den Startlöchern. Denn wie üblich um diese Zeit schalten wir ja zu den Regionalmagazinen, die dann ab 19 Uhr hier im MDR zu sehen sind. Fangen wir mal heute beim Thüringen-Journal an und Steffen Quasebart. Steffen Jena, besser gesagt Carl Zeiss, feiert den 200. Geburtstag des Firmengründers. Da gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen. Durchaus, liebe Katrin. Und zwar heute im Thüringen-Journal um 19 Uhr. Vielen Dank, Steffen.
Weiter geht's nach Dresden zum Sachsenspiegel und zu Anja Köbel. Anja, die Kriminalität an den Dresdner Bahnhöfen habt ihr heute im Fokus. Für die Polizei gibt es ja dort einen besonderen Brennpunkt. Das stimmt, Katrin. Grüß dich. Und zwar ist das der Dresdner Hauptbahnhof und sein Umfeld, insbesondere der Wiener Platz, der ja als Spielfläche der Drogenszene und Straßenkriminalität gilt. Immerhin hat die Polizei hier im vergangenen Jahr 25 Großeinsätze und Razzien durchgeführt mit anschließenden Ermittlungsverfahren gegen Kampf gegen Kriminalität in Dresden. Mehr dazu dann 19 Uhr im Sachsenspiegel. Vielen Dank, Anja. Und damit noch der Blick nach Magdeburg zu Stefan Bernschein. Bei euch geht es heute um Flüchtlinge. In Fockerode regt sich Widerstand gegen die große Anzahl von Asylbewerbern im Ort. Was ist genau los? Vielen Dank nach Magdeburg. 19 Uhr geht es natürlich wie immer auch dort los. Und jetzt noch ein Blick auf morgen. Da wird es nämlich musikalisch. Wir hören und schauen uns noch mal die Band an, die dann morgen zu uns kommt. Und mit diesem Titel, da sind sie ganz groß rausgekommen. Bei Honig im Kopf war das der die Titelmusik. Und jetzt wollen sie zum Eurovision Song Contest nach Stockholm und präsentieren morgen hier bei uns ihren Titel, mit dem sie dort antreten wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen, 16 Uhr.